Wenn sie einen Sündigen sehen, ihn verfluchen und sagen, Allah ya'anu, möge Allah ihn verfluchen, weil er sündig ist. Anstatt dass du dieses Mitgebet gegen ihn sprichst, sprich ein Mitgebet für ihn und hilf ihm dabei, aus dieser Sünde herauszukommen. Bitte Allah um Rechtleitung für ihn. Bitte Allah, dass er ihn rechtleiten möge. Das wäre besser. Der Prophet a.s. hat diesen Umgang unter den Menschen beigebracht. Also basierend auf diesen großartigen Charaktereigenschaften, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrt. Dann machen wir weiter inshallah und erklären heute Surah al-Talib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمية الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء في حركة قد فنف حركة بيضا والسماء والطارق والسماء والطارق In dieser Ayah schwört Allah beim Himmel und bei At-Tariq. Diese Surah, Surah al-Talib, ist wie alle anderen Surah im Koran eine besondere Surah. Diese Surah ist nützlich dabei, wenn man zum Beispiel etwas Schädliches erlebt hat. Man wurde von etwas Schädlichem getroffen. Dann ist es etwas Gutes und Erprobtes, wenn man diese Surah mehrmals auf Wasser liest, siebenmal auf Wasser liest, und von diesem Wasser trinkt und sich mit diesem Wasser wäscht. Das haben viele Muslime ausprobiert und das ist erprobt und dadurch haben sehr viele Menschen Nutzen gehabt. Also wenn du von etwas Schädlichem getroffen wurdest, dann lese siebenmal auf Wasser Surah al-Talib von Anfang bis Ende, trink davon einen Teil und wasch dich mit dem restlichen Wasser. Also Allah schwört beim Himmel und Allah schwört beim Tariq. Welcher Himmel ist hier gemeint? Es gibt sieben Himmel. Allah Ta'ala schwört beim Himmel, den wir sehen. Den wir sehen, das ist der erste Himmel. Über diesen ersten Himmel gibt es den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten und den siebten. Und über dem siebten Himmel, getrennt vom siebten Himmel, befindet sich das Paradies. Und das Paradies hat einen Dach und das ist der Thron, den Allah als Zeichen seiner Allmacht erschuf und nicht um ihn als Platz für sich zu nehmen. Was-samai wa-t-tariq. Also Allah schwört bei At-Tariq. Damit ist der Stern gemeint. Damit ist die Art der Sterne gemeint. Kein bestimmter Stern. Der Stern, wenn er nachts zu sehen ist und leuchtet. Die Sterne wurden von Allah erschaffen. Allah hat sie so erschaffen, dass sie sich ständig bewegen. Allah hat sie so bestimmt. Der Schöpfer dieser Dinge ähnelt diesen Dingen nicht. Also wird der Schöpfer dieser Dinge nicht mit Bewegung beschrieben und nicht mit Stillstand. Bewegung, Stillstand, das sind Eigenschaften der Geschöpfe, mit denen Gott nicht beschrieben wird. Er ist kein Körper. Ein Körper ist entweder so, dass er sich bewegt oder dass er still ist. Gott ist kein Körper, also wird er mit diesen zwei Eigenschaften nicht beschrieben. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وما أدراك ما الطارق. Dass du
bedeutet, was lässt dich, O Muhammad, wissen, was At-Tariq ist? Im Arabischen sagt man, das ist Tafrin. Tafrin, eine Ehrung für diesen Stern. Das bedeutet, dass diese Angelegenheit etwas Besonderes ist. Wenn Allah den Propheten sagt, wovon, was bedeutet, wenn du was lässt dich, O Muhammad, wissen, was At-Tariq ist. Im Koran wird entweder gesagt, وَمَا أَدْرَاكَ oder وَمَا يُدْرِيكَ. Im Koran gibt es diese zwei Fragen. Was lässt dich wissen? وَمَا أَدْرَاكَ und einmal وَمَا يُدْرِيكَ. Wenn gesagt wird, وَمَا أَدْرَاكَ, das ist eine Frage nach etwas, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah gelehrt hat. Das bedeutet, und was lässt dich wissen, O Muhammad, was At-Tariq ist? Allah hat ihm beigebracht, was At-Tariq ist. Und wenn gesagt wird, وَمَا يُدْرِيكَ, das bedeutet, woher sollst du das wissen? Dann ist es etwas, was Allah den Propheten nicht hat wissen lassen. Denn der Prophet weiß und kennt den Zeitpunkt des Tages des jüngsten Gerichts nicht. Der Prophet weiß nicht, wann der jüngste Tag beginnt. Wenn in diesem Zusammenhang gesagt wird, وَمَا يُدْرِيكَ, dann ist es eine Frage nach etwas, was der Prophet nicht weiß. Und wenn gesagt wird, وَمَا أَدْرَاكَ, dann ist es eine Frage nach etwas, was der Prophet weiß, was Allah ihm beigebracht hat. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Fragen. Beides für den Tafrin, also dass dieses etwas Besonderes ist und einen hohen Stellenwert hat. Allah sagt, An-Najmu al-Thaqib. An-Najmu al-Thaqib. Also einmal An-Najmu al-Thaqib. An-Najmu al-Thaqib. Das bedeutet, es ist ein leuchtender Stern. Damit ist kein bestimmter Stern gemeint, sondern jeder Stern ist damit gemeint. Einige leuchten mehr als andere, alle leuchten, aber es gibt unter ihnen Sterne, die mehr leuchten als andere. An-Najmu al-Thaqib. Das bedeutet, dieser Stern, der hier gemeint ist, also alle Sterne, leuchten. In kullu nafsin lamma alayha hafidh. In kullu nafsin lamma. Nafsin lamma. Sprecht kein Mut aus, ja? Nafsin lamma. In kullu nafsin lamma. Lamma alayha hafidh. Hafidh. Es bedeutet, für jeden Menschen wurde ein Hüter bestimmt. Ein Hüter, ein Hüter der Engel, der über diesen Menschen wacht, der diesen Menschen beobachtet, der den Menschen begleitet, der weiß, was er macht und tut. Und die Dinge, die er nicht weiß, Allah lässt ihn wissen, was dieser Mensch macht. Im Herzen zum Beispiel gibt es Dinge, die der Mensch macht. Der Engel weiß nicht, was im Herzen des Menschen ist. Allah lässt ihn dieses wissen. Dieses wird dann von diesem Engel aufgeschrieben. Der Engel weiß, was der Mensch sagt, was der Mensch tut, und Allah lässt ihn wissen, was im Herzen des Menschen ist. In kullu nafsin lamma alayha hafidh. Es gibt auch eine Leseart hier. Inna kulla nafsin lamma alayha hafidh. Das ist auch eine Qiraat. Aber was wir rezitiert haben ist, in kullu nafsin lamma
gibt auch eine Qira'a, eine Lesart. In kullu nafsin lama alayha hafiz. Diese drei Lesarten gibt es. In kullu nafsin lama alayha hafiz. Liebe Brüder und Schwestern, derjenige, der Albträume hat, der kann diese ersten vier Ayat des Surat al-Tariq dreimal rezitieren. Das hilft inshallah gegen Albträume. Also die ersten vier Ayat des Surat al-Tariq dreimal rezitieren. Das hilft inshallah. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. Diese vier Ayat dreimal und inshallah ist das ein Schutz gegen diese Albträume, diese Kawabis. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. Das N fällt in der Aussprache weg. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ. Verlängert das. Wenn ihr das N weglasst, dann verlängert das. Sprecht eine Runde hier aus. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ. Lasst das A am Ende kurz. مِمَّ خُلِقُ. Nicht مِمَّ, ist zu lang. مِمَّ خُلِقُ. Es bedeutet, so soll doch der Mensch schauen, woraus er erschaffen wurde. Es bedeutet, er soll überlegen und daraus Lehren ziehen. Der Mensch soll überlegen und schauen, aus was er erschaffen wurde. Dadurch erkennt der Mensch, dass Allah mächtig ist und dass Allah die Macht hat, diesen Menschen, der schon gestorben ist und vergessen ist, wieder zu beleben und auferstehen zu lassen. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. Das ist nicht schwer für Allah, dass er einen Menschen wiederbelebt, sondern etwas Leichtes. Schau auf das und überlege und denk darüber nach, über das, woraus du erschaffen wurdest. Aus was wurde der Mensch erschaffen? خُلِقَ مِمَّا إِنْدَافِقُ. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. خلق من ماء dünn ist. Diese vermischen sich dann und dadurch entsteht der Mensch.
فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ. Einige Gelehrte sagten, aus dem Samen des Mannes entstehen die Knochen und die Nerven des Menschen. Und aus den Knochen und aus dem Samen der Frau entstehen das Fleisch und das Blut des Menschen. Das bedeutet, aus dem Samen des Mannes entstehen die Knochen und die Nerven, A'sab. Das bedeutet, A'sab ist das, wodurch die Körperteile des Menschen bewegt werden. Aus dem Samen des Mannes werden also die Knochen und die A'sab, die Nerven des Menschen, erschaffen. Und aus dem Samen der Frau das Fleisch und das Blut des Menschen. Einige Fragen bezüglich dem Samen, ob das rein oder unrein ist. Aber da gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Imam al-Shafi'i sagt, der Samen des Menschen ist rein. Aber Imam Abu Hanifa und Imam Malik und Imam Ahmad ibn Hanbal, diese drei Gelehrten sagen, dass der Samen des Menschen unrein ist. Hier eine wichtige Angelegenheit, barakallahu fikum. Mit der Angelegenheit, dem Schwangerwerden, scherzt man nicht. Also, dass man sagt, ein Mann wäre schwanger oder der ist schwanger. Ja, damit scherzt man nicht. Scherze, du kannst Spaß machen, hab Spaß, aber im erlaubten Rahmen, nicht im verbotenen. Ja, mach Spaß, mach Scherze, ja, aber ja, achte darauf, dass du dabei nicht lügst, keine Sünde begehst, dass du dem Islam nicht widersprichst. Einige sagen, der Mann ist schwanger. Es ist bekannt, dass ein Mann nicht schwanger werden kann, sondern dass dieses nur für die Frauen ist, dass nur Frauen schwanger werden können. Immer Zeit, nicht so schnell. Ja, wir lernen, wir alle, ich lerne auch.
Herr, wir lernen noch. Deswegen da sollte man immer so langsam anfangen. Innahu ala raj'ihi laqadir. Das bedeutet, Allah ist mächtig, den Menschen nach seinem Tod wiederzubeleben. Wenn der Mensch stirbt, dann wird er wiederbelebt. Wer wiederbelebt ihn? Wer lässt ihn wieder lebendig werden? Allah. Allah hat die Macht dazu. Und die Körper werden wieder so sein, wie sie waren. Es ist kein neuer Körper, sondern dieser Körper, den wir jetzt haben. Wenn er verwest, dann wird er wieder so sein wie vorher. Wenn wir wiederbelebt werden und aus unseren Gräbern herauskommen, dann ist es kein anderer Körper, sondern der gleiche Körper, den du jetzt hast. Möge Allah uns ein gutes Ende bescheren. Im Paradies werden die Paradiesbewohner jung sein. Sie werden nicht alt sein. Ihre Körper verändern sich nicht. Sie werden keine Falten haben. Sie werden keine Alterszeichen haben. Sie werden nicht alt. Sie bleiben immer jung, immer 33 Jahre. Sie bleiben immer stark. Sie werden nicht müde. Sie werden auch nicht krank. Sie werden auch nicht kaputt oder erschöpft. Sie bleiben immer stark, gesund. Sie haben immer einen Zustand, der einen erfreut, der einen nicht traurig macht, der einen nicht leiden lässt. Das Paradies verdient es, dass man dafür arbeitet. Arbeitet für das Paradies, sammelt Hasanat, verrichtet gute Taten. Denn das Paradies verdient es, dass man dafür hart arbeitet. Denn man sollte schon die Ärmel hochkrempeln und für das Paradies arbeiten. Nicht faul sein. Die Faulheit ist ein Hindernis und hindert einen daran, die hohen Stufen im Paradies zu erreichen. Gehört zu denen, die hohe Stufen im Paradies erlangen, indem ihr die Pflichten verrichtet und die Sünden unterlasst. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. تُبْلَى السَّرَائِرُ. تُبْلَى السَّرَائِرُ. تُبْلَى السَّرَائِرُ. Das erste Rohr ist stark und das zweite ist schwach, also gleich. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Es bedeutet, im Jenseits werden die Sarair geprüft. Also was man im Herzen hatte, das wird geprüft und offenkundig gemacht. Das bedeutet, diese Angelegenheit wird offenkundig und für andere erkennbar gemacht. Das bedeutet, die anderen werden wissen, was man im Herzen hat. Allah ist wissend darüber. Allah ist wissend darüber, mit welcher Absicht du hier hingekommen bist. Und Allah ist wissend darüber, mit welcher Absicht ich hier zu euch rede. Allah ist wissend über das, was sich in den Herzen befindet. Nichts entgeht Allah. Es gibt nichts, was Allah nicht wissen würde. Deswegen darf man nicht sagen, ich habe etwas versteckt, nicht mal Allah weiß, was das ist. A'udhu billah. So was darf man nicht sagen. So, damit beschreibt man Allah, als wäre er unwissend, jahil, als wäre er nicht vollkommen in seinem Wissen. Wir sagen, Allah weiß alles. Er ist wissend über alle Dinge. Für wenn jemand sagt, ich habe das versteckt, nicht mal Gott weiß, wo das ist, der hat sein Glauben ungültig gemacht. Der muss das Glaubensbekenntnis aussprechen, um wieder Muslim zu werden. Allah ist wissend über den Glauben, den wir im Herzen haben. Und Allah ist wissend über unsere Absichten. Und das wird im Jenseits offenkundig gemacht. Das bedeutet, es bleibt nicht mehr versteckt, sondern auch andere werden davon erfahren. Stell dir vor, wir würden hier zum Unterricht kommen und an einem würde erkennbar sein, mit welcher Absicht er gerade hier ist, welche Absicht er gerade hat.
Wie wären die meisten Absichten? Gute Absichten. Ja, subhanallah. Allah ist nicht nur über unsere Körperteile sichtbar, sondern auch über das, was wir im Herzen haben. Und Allah wird uns danach befragen. Er wird uns auch nach unserem Glauben befragen. In dein Herz darfst du nur den richtigen Glauben reinlassen. Du darfst in dein Herz nichts reinlassen, was dem richtigen Glauben widersprechen würde. Nicht alles, was du hörst, lässt du auch in dein Herz rein. Lass nur den Glauben in dein Herz rein, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat. Und schütze deinen Glauben. Sage nichts, was diesen Glauben ungültig machen würde. Und mache auch nichts, was diesen Glauben ungültig machen würde. Und tue auch nichts, was diesen Glauben ungültig machen würde. Das ist die Abtrünnigkeit. Achte darauf. Nimm Abstand von der Abtrünnigkeit. Also, Unglauben zu begehen mit dem Herzen oder mit der Zunge oder mit den Körperteilen. Wir müssen im Herzen immer den richtigen Glauben haben, dass Gott existiert und einzig ist, kein Anfang und kein Ende hat und nichts und niemanden braucht. Was er will, geschieht und was er nicht will, geschieht nicht. Und dass er allwissend und allmächtig ist, alle hören und alle sehen. Und dass er lebendig ist und nicht stirbt. Und dass er spricht und dass er nichts und niemanden ähnelt. Halte diesen Glauben immer in deinem Herzen. Glaube nicht, dass Gott wie ein Mensch wäre oder dass Gott ein großes Licht wäre oder dass Gott in oberer Richtung wohnen würde oder dass Gott auf etwas sitzen würde oder dass Gott in etwas wäre oder dass Gott aus etwas erschaffen worden wäre. Na, sowas ist falsch. Widerspricht dem Glauben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also halte immer am richtigen Glauben fest. فما له من قوة ولا ناصر طيب schaut mal hier من قوة من das N fällt in der Aussprache weg. Wir sagen mi und bereiten uns auf das Qaf vor und sprechen hier eine Runde. فما له من Strafung von Allah abwehren könnte. Noch wird er Helfer haben, die ihm helfen können. Weder Familie noch Freunde. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَصْرٍ. Im Jenseits wird er also keine Kraft haben, die Strafe von Allah abzuwehren und auch keine Helfer, die ihm dabei helfen können. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. والسماء ذات الرجع ذات الرجع also ذات الرجع ذات الرجع ذات الرجع das macht Übung, ja? Wir sagen nicht, der Koran ist schwer, der Koran ist leicht. Allah hat ihn als leicht bezeichnet. Leicht offenbart. Also dürfen wir nicht sagen, boah, der Koran ist schwer. Ja. Wir brauchen Übung. Und Übung macht den Meister, inshallah. Was-samai dhati raja. Allah schwört bei As-sama, beim Himmel. Der freie Raum zwischen der Erde und dem ersten Himmel
wird auch Sama genannt. Nicht nur der erste Himmel wird Sama genannt, sondern auch der freie Bereich zwischen der Erde und dem ersten Himmel wird auch Sama genannt. Also das, was über dir ist, wird auch Sama genannt. Allah Ta'ala hat die Himmel erschaffen und braucht sie nicht. Und Allah hat die Himmel erschaffen und er existierte vor ihnen. Allah existierte und es gab keine Himmel. Also existierte Gott ohne Himmel. Gott verändert sich nicht. Und existiert weiterhin unverändert ohne Himmel. Das ist der Glaube der Muslime. Der Glaube der Muslime ist, dass Gott von keinem Ort umgeben wird und dass über ihn keine Zeit vergeht. Zatir Raja, das bedeutet, aus dem Himmel kommt der Regen herab und der Regen kehrt immer wieder zurück. Ja, das bedeutet, es kommt immer wieder Regen herab. Zatir Raja, aus dem Himmel kommt Regen herab und das kehrt immer wieder. Regen ist manchmal eine Gabe. Und wenn der Regen zu Beginn herabkommt, dann sollte man Dua machen. Imam al-Shafi'i sagt, das Bittgebet zu Beginn des Regens wird akzeptiert. Also wenn du siehst, es regnet gerade, mach Bittgebet. Das Bittgebet wird erfüllt. Der Regen ist manchmal eine Gabe und manchmal eine Bestrafung. Manchmal Ni'ma und manchmal Nikma. Ihr kennt die Geschichte von Nuh a.s. Nuh, der Prophet Noah, der erste Gesandte Gottes zu einem nichtgläubigen Volk, hatte große Geduld. Er hat 950 Jahre lang zum Islam gerufen. In diesen 950 Jahren haben um die 80 Personen an ihn geglaubt. Stell dir vor, 950 Jahre ruft er zum Islam. Manch einer sagt, 950 Jahre, wie kann das gehen, dass ein Mensch so lange lebt? Früher haben sie lange gelebt. Adam hat 1000 Jahre lang gelebt. Nuh a.s. hat 1740 Jahre gelebt. 950 Jahre davon hat er zum Islam gerufen. Der Mensch mit dem längsten Leben ist Al-Khadr. Balyah ibn Malkan. Das ist der Mensch mit dem längsten Leben. Lebt er noch? Viele Gelehrte sagen, er lebt noch. Das ist der Mensch mit dem längsten Leben. Aber auch er wird sterben. Ganz gleich, wie lange man leben sollte, man wird sterben. Das Ende eines jeden Menschen ist der Tod. Möge Allah der Schwester gnädig sein, weswegen heute eine Trauer stattgefunden hat. Haji Jalila Amirat, im Ali, Allahu yarhamuha rahmatan wasi'a. In der Zeit von Noah gab es eine Sintflut. In der Zeit des Propheten Nuh gab es eine große Sintflut. Wasser kam aus der Erde hervor und dann kam große Wassermengen aus dem Himmel herunter. Ein Regentropfen war so groß wie Berge. Ein Regentropfen war so groß wie Berge. Und dieser Regen war keine Gabe, sondern eine Bestrafung. Manchmal ist der Regen eine Gabe und manchmal ist der Regen eine Bestrafung. Möge Allah uns bewahren und nicht bestrafen. Achtet hier darauf. So fangen wir an. Nicht والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع ذا wie bei ذي im Englischen sagt man ذي oder auch hier ذال ذات الصدع Allah schwört bei der Erde والأرض Allah schwört bei der Erde in der Erde gibt es Risse ذات الصدع Also in dieser Erde gibt es Risse und aus ihr kommen bestimmte Dinge hervor. Es gibt Dinge, die aus der Erde herauskommen. Denk an die Bäume, denk an die Pflanzen, an die Früchte, an die Flüsse, Öl, Metalle. Was gibt es auf der arabischen Halbinsel? Petrol.
Öl, Erdöl und so weiter. Das kommt aus der Erde hervor. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ Das bedeutet, der Koran ist ein Sprechen, womit zwischen richtig und falsch unterschieden wird. Das bedeutet, der Koran ist wahr. Und mit dem Koran hat Allah uns den Unterschied zwischen Wahrheit und Falschem gezeigt. Durch den Koran wissen wir, was wahr ist und was falsch ist. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ Zu den Namen des Koran gehört Al-Furqan. Al-Furqan bedeutet, durch den Koran wissen wir, was wahr ist und was falsch ist. Also einer der Namen des Koran ist Al-Furqan. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِالْهَزْلِ Das bedeutet, der Koran ist kein Spiel und kein Scherz. Ja, schaut mal, der Koran ist das wertvollste Buch überhaupt. Es gibt kein besseres Buch. Der Koran ist kein Scherz und man darf sich auch über ihn nicht lustig machen. Und der Koran ist auch kein Spiel, damit darf man nicht spielen. Man darf den Koran nicht verachten und man darf sich über den Koran nicht lustig machen. Wer den Koran verachtet, macht sein Glauben unnötig. Und man darf auch nicht leichtfertig mit dem Koran umgehen. Der leichtfertige Umgang mit dem Koran ist kein Unglaube, aber verboten. Wie zum Beispiel die Personen, die nachts vor dem Schlafengehen aus dem Koran lesen und dann ihren Kopf drauflegen und draufschlafen. Das Haram, das leichtfertige Umgang mit dem Koran, Der Koran hat eine Ehrung, die man auszuführen hat. Man darf den Koran nicht als Kopfkissen benutzen. Das ist kein Unglauben, aber das ist Haram, das ist leichtfertiger Umgang mit dem Koran. Oder dass man den Koran ohne gültige Gebetswaschung trägt. Das ist auch Haram, das ist leichtfertiger Umgang mit dem Koran. Allah sagt, لا يمسه إلا المطهرون. Das bedeutet, der Koran darf nur von reinen Menschen berührt werden, also von Menschen, die eine gültige Teilwaschung haben. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا Das bedeutet, die Nichtgläubigen erstellen eine List gegen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, sie planen schlechte Pläne, machen sie gegen den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um den Prophet Muhammad zu schaden. Aber das hat den Propheten nicht davon abgebracht, weiterhin zum Islam zu rufen. Denkt daran, sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn beschimpft, sie haben sich über ihn lustig gemacht, sie haben ihn verachtet. Sie wollten ihn töten und ermorden, aber all das hat nicht dazu geführt, dass er vom Islam abgelassen hätte oder vom Aufruf zum Islam abgelassen hätte. Sogar haben sie ihm ein Angebot gemacht, der Mächtigste unter ihnen zu werden, der Reichste unter ihnen zu werden, ihm die schönste Frau zu verheiraten, all das hat er abgelehnt. Sie haben gesagt, wir geben dir all das, aber ruf nicht mehr zum Islam auf. Sprich nicht mehr schlecht über unsere Figuren, die wir anbeten. Der Prophet hat gesagt, wenn ihr mir die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand legen würdet, dann würde ich nicht davon ablassen. Wie ist es dann mit diesem Angebot, was ihr gemacht habt? Auch wir sollten standhaft bleiben, liebe Brüder und Schwestern, und uns vom Islam nicht abbringen lassen. Niemand kann dir schaden, wenn Allah es nicht gewollt hat.
Man kann dir nur in dem schaden, was Allah für dich gewollt und bestimmt hat. Wenn Allah bestimmt hat, dass dir jemand geschadet hat, gibt es da kein Entkommen. Aber wenn Allah bestimmt hat, dass dieser dir nicht schaden wird, dann wird er dir nicht schaden. Hab keine Angst vor den Menschen, hab Angst vor Allah und vertraue auf Allah. وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا Es bedeutet, Allah wird sie dafür bestrafen. Allah wird sie für ihre List und Heimtücke bestrafen. Auf eine Art und Weise, von der sie nicht ausgegangen sind. Allah wird sie so bestrafen, sie haben nicht mal daran gedacht, dass die Bestrafung sie auf diese Weise ereilen wird. وَأَكِيدُ كَيْدًا Das bedeutet, Allah wird sie für ihren Kaid bestrafen, für ihre List. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Es bedeutet, O Muhammad, lass ihnen Zeit. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ O Muhammad, lass den Nichtgläubigen Zeit. Lass ihnen eine Weile Zeit. Allah wird sie bestrafen. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Und Allah hat sie in Badr bestraft. Erstmal bis hierhin, damit hätten wir diese Sura rezitiert und erklärt. Wie gesagt, nochmal als Wiederholung, wer von Schädlichen getroffen wurde, sollte diese Sura 7-mal rezitieren auf Wasser und dann einen Teil davon trinken und mit dem Rest sollte er sich waschen. Und wer Albträume hat, sollte die ersten 4 Ayat dieser Sura 3-mal rezitieren und inshallah wird er vor den Albträumen geschützt werden. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die den Koran aufrichtig tagsüber und nachtsüber rezitieren. Allahumma amin. Inshallah treffen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Seid dabei, inshallah. Sagen wir gemeinsam: La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات Lasst uns Surat al-Fatiha mit aufrichtiger Absicht rezitieren und die Belohnung unserer verstorbenen Schwester Hajj Jalila Amirat schenken billahi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم